Hallo Freunde des Zeichnens, dies ist mein Begrüßungsvideo für alle, die lernen möchten, wie man keltische Knoten zeichnet. Egal ob jung oder alt, ich erkläre in meinen Videos Stück für Stück, wie das geht. Keine Angst, jedermann kann das. Hier seht ihr einen Auszug von meinem 80. Video. Fangen wir an. Wie zeichnet man ein solches Motiv? Zunächst nehmen wir uns ein DIN A4 oder ein kariertes Blatt Papier, DIN A4 oder DIN A5, ich habe DIN A4 gewählt, zeichnen uns den Mittelpunkt ein, wo wir das Motiv, der Mittelpunkt des Motives sein soll und beginnen an, zunächst einmal ein Gerüst zu zeichnen. Wir nehmen uns ein Lineal dazu, ein x-beliebiges, wir können auch ein Geodreieck nehmen, ist auch gut. So, und dann fangen wir an. Hier drei Felder, das sind 1,5 cm, zu zeichnen. Machen wir uns hier einen Punkt, hier einen Punkt und fangen an. Wir norden uns das hier ein, wir brauchen das ja gar nicht groß einzunorden, weil wir wissen das. Wir zeichnen uns 1, 2, 3 Felder hoch, 2 Felder hoch, 1, 2 Felder, das sind 6 Gestien, 1, 2 Felder hoch, 1, 2 Felder hoch, immer 6 Kästchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, und dann zeichnen wir von dort nach dort. Nach oben. Auf der Linie ein Strich. Hier auch. Hier auch. Es ist ja eigentlich schon ein Strich gegeben, nur. Dann können wir ihn auch besser sehen. So, hier auch. 1, 2, 1, 2, 1, 2, hier auch. 1, 2, hier ist das noch ziemlich einfach. Weil wir ja auf, jetzt drehen wir uns das, jetzt sagen wir mal hier oben, zeichnen wir uns hier auf, wieso? Hier gehen wir auch noch zweimal hier. Und zweimal hier. Einmal, zweimal, dreimal, dreimal, viermal. So, Freunde, das haben wir gut auf den Weg gebracht. Das sieht zwar noch nicht nach Motiv aus, aber hier wird erst das Gerüst gezeichnet. So, ich habe das auch schon mal gemacht. Wir können uns das auch ein schönes weißes Papier übertragen. Moment, wo ist es denn? Hier habe ich das schon gemacht. Bitteschön. Ist vielleicht ein bisschen schwach zu sehen. Und darum habe ich auch 4 Felder gemacht. Wir brauchen aber nur, und dann radieren wir das mal hier gleich weg, wir brauchen nur 2 Felder, 2 Felder, 2 Felder und dann ergibt sich in der Mitte. Ist aber auf diesem weißen Papier einfacher zu zeichnen und dann wegzuradieren, bevor wir hier rummessen und nur noch am Messen sind. So, das machen wir auch gleich. Auf, legen wir wieder weg. Das machen wir auch gleich hier, das brauchen wir gar nicht. Weg, 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 weg. So, und ich werde gleich mal den Vergleich reinhalten. Immer die kleinen Fusels weg, weil wenn wir da drüber zeichnen, gibt es immer solche Hopsers. So, gut. Nun geht es daran und wir zeichnen uns Kreise hier rein, kleine Kreise. Die Kreise sollten ungefähr diese Größe haben, sagen wir mal, diese Größe. Zeichnen wir uns alles voll hier. Bisschen größer könnte der schon sein, ja. Der hier auch so ein bisschen größer. Der hier auch. Hier braucht ja keiner, hier ist ja keiner mehr, das ist eh das Ende. Wir sollten unser Handy dabei ausschalten, damit wir nicht gestört werden und unsere ganze Konzentration immer auf das Zeichnen, was wir gerade machen, damit wir nicht abgelenkt werden und uns das auch dann Spaß macht. Wir sollten unseren
sehr viel Mühe geben, denn Fehler passieren immer, auch bei den anderen, Motiven. Und dann muss man sehr, sehr aufpassen, dass man keine Fehler macht. So. Nun haben wir in dem 80er Video, das ist ja, das habe ich im 80er, in dem meinem 80. Video exakt beschrieben, wie das geht hier ganz genau. Aber das ist nur mal so ein Auszug davon, dass ihr seht, dass das auch alles live gezeichnet ist von mir. Und dann gehen wir ran und sagen, hier kommen die gleichen dicken Kreise wie dort. Und das ist unser Arbeitsgerüst dann. Das erleichtert uns unheimlich, unser Motiv je nach Größe und Feinheit zu zeichnen. Wir können den Wandverlauf, den wir hier einzeichnen, ich sage euch gleich, was das ist. Ein gärtischer Knoten besteht ja aus zwei Wandverläufen. Der eine läuft hierher und der andere geht drüber oder er geht drunter. Und er zieht dann so einen Kreis, kommt hier wieder rein. Gärtischer Knoten darf sich nennen ein Wandverlauf, der keinen Anfang und kein Ende hat und drüber und runter geht. So, und somit wissen wir Bescheid, was wir hier gleich zeichnen. Wenn wir diese Kreise hier reingezeichnet haben, das ist hier unser Schmierblatt, dann gehen wir auf unser feines Blatt Papier. Wo ist es denn? Da, habe ich hier oben hingelegt. Und hier machen wir das dann genauso. Da, da, da und überall. Nicht überall, außer hier. Das machen wir hier etwas dicker für uns. Das radieren wir sowieso hinterher weg. Aber wir wissen, hier dürfen wir mit unserem Wandverlauf nicht drüber kommen. Das machen wir uns hier auch. Hier der Mittelpunkt ist das. Das bedeutet, ich muss das erstmal hier fertig zeichnen. Ja, ich habe alles. Dennoch. Das bedeutet, wenn wir jetzt, denkst du, ich habe noch nicht alles. So, jetzt beginnen wir einfach mal an, wie uns das Herz beliebt. Und wir sagen mal ganz einfach, wir beginnen hier so und machen von dem zu dem einen Strich. So, so verläuft schon mal unser Band hier dran. Von dem zu dem auch. Von dem zu dem. Jetzt kommen wir hier raus. Schmaltigen Bogen gehen wir hier rein. Kommen hier wieder ein bisschen raus und hier wieder rein. Bei dem das Gleiche. Etwas raus, hier wieder rein, vor der Kugel wieder rein. Hier wieder etwas aus. Warum, wieso das so ist, das erkläre ich alles später in Feinheit genau. So, jetzt geht es hier wieder weiter. Wir kommen hier raus. Ihr seht, das ist immer so, so, immer quer dagegen. Wer macht das? Seht ihr? Der geht hier drüber. Und der Bandverlauf geht hier drunter. Dann geht er jetzt hier drunter und kommt hier wieder raus. Und dann geht er hier wieder so. Empfehlenswert ist es allerdings, nicht so zu zeichnen, ich wollte hier schnell was auf dem Papier haben, erstmal diese ganzen geraden Striche zu machen. Mache ich das auch erstmal. Hier könnte auch einer passen, aber der kommt schon wieder quer. Also nein, quer. Hier kommt noch eine Kugel, habe ich vergessen. Gerade. Seht ihr schon, wie unser Bandverlauf hier? Drunter, drunter. Hier läuft er dran lang. Es geht auch um die Kurve rum. Und jetzt kommen wir in die Mitte. Das sind gebrochene Linien hier, die dürfen gar nicht
Überzogene. Normalerweise müssten wir ja jetzt hier weiterzeichnen. Machen wir aber nicht. Wir gehen jetzt hier rum. Ein hier rum. Hier ist ja wieder unsere Kugel. Gehen bis hier und hier wieder hoch. So, Freunde, da haben wir schon viel auf den Weg gebracht. So, und wenn wir nun hier mit dem Edding den Wandverlauf zeichnen, dann sieht das Ganze und alles andere dann wegradieren, dann sieht es so aus. Ich habe das schon gemacht. Seht ihr, hier ist noch das Gerüst und der Wandverlauf, hier mit dem Edding alles weggezeichnet. Und dann sieht das exakt so aus. Ich hoffe, dass euch das Spaß gemacht hat und ihr weitere Videos in meinem Kanal anschaut. So, und hier seht ihr das fertige Motiv. Gleich kommt der Abspann. Und im Abspann bitte noch nicht ausschalten. Seht ihr oben links mein Bild? Ihr könnt mit dem Cursor drüber fahren und dann könnt ihr mich abonnieren. Da öffnet sich der Abonnier-Button. Und wenn ihr rechts klickt, kommt ihr direkt zu meinem ersten Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Video sage ich immer Tschüss.